Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. In der letzten Folge hat ja Steffi gespielt. Das heißt, ich bin jetzt dran und ich guck erstmal ab, was jetzt geht. Oha, war hier nicht Wasserbombenschlacht oder so? Die beiden hatten auch so einen komischen Kringel, das macht mir hart Angst. Steff hat mir zum Glück gerade gesagt, was der Kringel da bedeutet, dass die irgendwie in einer Gruppe waren. Lose sammeln. Ja, okay, können wir machen, glaube ich. Okay, der Dude hat Hunger. Das heißt, der Dude kriegt Fressen. Wo ist der Dude? Ach, der pennt. Ja, okay, das braucht er auch. Okay, dann nach kannst du dir mal fett. Machst du mal Abendessen. Jo, machst du mal Dingsbums, Macaroni, jawohl. So muss das. Lingling pennt wahrscheinlich auch. Yep, tut sie. Ja, sie will auch 20 weitere Lose sammeln. Ja. Ich glaube, Lingling hat gerade fett geschnarcht. Okay, wir haben jetzt also nichts zu tun, wa? Also nichts Wirkliches. Hahaha, du Opfer, du gehst um. Okay, ja, was heißt Opfer? Du gehst übel spät ins Bett, warum? Und wieso zum Fick liegen da Klamotten? Direkt neben den Sessel oder vor den Sessel. Das ist echt fucking creepy. Da ist so ein Freizeitpark. Okay, und Angst. Was zur Hölle war da? Oh shit! Nice! Ich hab ein scheiß UFO gesehen. Wie awesome ist das denn? Bitte! Okay. Fucking creepy. Aber nice. Ich hoffe, die sehe ich nochmal. Und hier ist noch ein Freizeitpark. Der ist übel weit weg. Da ist Fitter. Gibt's hier bei uns noch einer? Schade. Ja, okay. Dann wieder ab in unseren Haushalt. Na, jetzt ist ja wieder Tag. Selbstgemachte Speisen auf einer Party servieren. Ja, komm, das kriegen wir auch hin. Aber erst müssen wir ein paar Leute kennenlernen. Lingling müsste mal langsam aufstehen. Jo. Lingling, geh auf Toilette. Säubern bis makellos. Okay, dann putz erst die Toilette und dann gehst du auf Toilette. Film gucken. Im Theater laufen tolle Filme, bibabo. Nee, kannst du knicken, du guckst keine Filme, du bist Asiatin. Ja. Schulbus kommt gleich. I know. Er hat Steff die Zeitung liegen lassen? Natürlich nicht. Da ist Lingling, okay. Du hast fucking Hunger und musst mal duschen. Sieht nicht so geil aus, kannst du nochmal machen, wenn Lingling in der Schule ist. Oh, das tut mir jetzt leid, das hätte er mal machen sollen und sie hätte kochen sollen. Naja, scheißegal. So ein abgefucktes Klo ist auch mal was Ungewöhnliches. So, da läuft wieder mal Dingsbums, wie heißt sie? Lea. Lingling ist. Hat sie. Gut. Nice work, Lingling. Okay, die hat auf jeden Fall. Jo. Schule, weißt du, ne? Oh fuck. Pause. Ist soeben das Essen angebrannt. Er wird nie vergessen. Nicht aufgepasst hat und plötzlich einen verbrannten Geruch wahrgenommen hat. Okay. Zu Hause ist ein Feuer ausgebrochen. Leerkessel wird nie vergessen. Oh Mann. Okay. Ja. Ja, Mann. Das wurde mir jetzt so oft gesagt. Wie zur Hölle kann ich Feuer löschen oder so? Okay. Dann
Probieren wir das mal. Handy, fotografieren, Feuerwehr anrufen. Hey. Ja, aber wenn man irgendwie hier hin. Hallo, du nicht. Du gehst zur Schule. Hopp, schnell in die Schule mit dir. Der Typ hat die Feuerwehr gerufen. Fuck! Fuck! Hör auf, Feuer zu begaffen! Und du hol jetzt dein scheiß Handy raus, du Vogel! Feuerwehr anrufen! Mach Eier! Fuck! Scheiße! Nein! Nö! Zur Schule fahren, hopp! Geh endlich in die Schule! Geh endlich in die Schule! Und du mach das Feuer aus! Bitte, schnell! Geh in die scheiß Schule! Hopp! Hallo, geh in die Schule! Ja, okay, jetzt ist der scheiß Bus weg. Toll! Oh. Ja, Alter. Okay. Mit Essen ist jetzt erstmal nichts mehr, wa? Machst du sauber. Und Lingling, gibt's für dich noch irgendwas? Scheiße, verdammte. Lingling, du putzt hier das. Aufräumen. Halt dein scheiß Maul jetzt. Komm, Snack essen. Müsli, komm. Fressen Müsli. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Pickup und der Hunger ist gegessen, oder wie war das? So. Toll. Braves Mädchen. Recyceln. Du frisst jetzt Müsli. Toll. Oh, Mann! Mach du das mal. Du bist eh, glaube ich, noch arbeitslos. Fick dich, Lingling. Fick dich. Bist mir jetzt unsympathisch. So. Jetzt nimmst du ein Bad, wenn du fertig gefräsen hast. Yo, komm, beweg dich und nimm ein Bad, du Muffst. Dann dusch. Sa, Kawati? Was ist mit dir? Willst du hier duschen? Da will er natürlich duschen, ne? Du hast echt was hier gegen dieses Badezimmer, ne? Bekannte. Yo. Freundlich. Fragen, ob sie gut geschlafen hat. Wer zur Hölle bist du? Wer bist du? Wer zur Hölle bist du? Nein, ich würde. Wer ist das? Wer zur Hölle bist du? Scheiße, verdammt, Alter. Ich habe keine Ahnung. Wo ist er? Ach, er duscht noch. Okay. Dann kannst du mal mit. Aha, Rodrigo Burger. Wer zur Hölle ist er? Ich kann ihn entlassen. Hey, Scheiße, verdammte. Bekannter. Warum kann ich den entlassen? Was ist er von mir? Entlassen, feuern, plaudern. Scheiße, Alter, was ist er? Ist er die Putze? Okay. Keine Ahnung.
Du gehst auf jeden Fall wieder pumpen. Gewichte, hopp. Dingling. Wo zur Hölle ist Lingling? Genau vor. Cool. Sie ist im Endeffekt jetzt doch noch in die Schule gegangen. Gute Lerneinstellung, Mädchen. Gute Lerneinstellung. Er pumpt und sie labert immer noch mit diesem Rodrigo Burger. Wer zur Hölle ist der Spaß? Der putzt nicht mal. Ist der eine Nutte oder so? Feuer den. Hopp. Nein. Feuer. Nicht entlassen. Der macht nix, der Wichser. Gar nix. Ohne Spaß. Kick ihn aus der Bude. Der geht einen echt, mir zumindest auf den Piss. Und ich habe keine Ahnung, wer oder was er ist. Komm, du bist gefeuert. Verpiss dich jetzt, Arschloch. Hallo. Ich hab dich gekickt. Verpiss dich jetzt. Aha, okay. Aber was zur Hölle bist du? Ein scheiß Tanzlehrer oder was? Am Lokal. Okay, ja. Ja, komm, mach Lingling, mach. Hauptsache deine Noten werden besser. Okay, wer auch immer diese Person war, ich hab ihn rausgeschmissen, was gut ist, glaube ich, hoffe ich. Denke ich mal. Und hier steht Müll. Aufräumen. Ist die Zeitung gekommen? Scheiß aufs Aufräumen. Du. Das ist nicht dein Haushalt. Du suchst jetzt den Job. Du brauchst nämlich langsam echt mal einen Job. Einfach weil es ein Job ist. Selbst SpongeBob hat einen Job. Okay. Was können wir noch machen? Man könnte ihn mal anfangen, hier dran zu gewöhnen. Warum zur Hölle klatscht die? Ich könnte hier einfach das Essen jetzt klauen, glaube ich. Wäre verdammt cool. Aber naja, erstmal drauf geschissen. Der Typ soll zusehen, dass er jetzt endlich mal zur Zeitung sich bewegt. Hallo? Wo zur Hölle ist der? Was machst du? Verdammte Axt. Du sollst das eigentlich da reinwerfen. Oh, verdammte Axt. Lingling. Wäsche waschen. Oh, Wände. Wände und ich sind nie Freunde gewesen. Ah, okay, die sind gar nicht an. Sehr gut. So, zeig mal ran das Ding. In den Ofen sollte, glaube ich, auch nochmal jemand reparieren. Das sollte er eigentlich, dachte ich vorhin, machen. Habe ich aber aus den Augen verloren. Wissenschaft, nein. Medizin, nein. Verbrecher, das wäre eine geile Alternative, aber nein. Mittwoch und Donnerstag frei? Okay. Abbrechen? Nein, du sollst Sportler werden. Personal Trainer oder sowas. Yo, Oha, ja, okay. Ersetzen wir mal. Steff hat ja, glaube ich, auch ein bisschen viel Geld verballert. Lingling, was machst du so? Du machst kreativ. Echt kreativ. Du solltest. Hast du? Okay. Braves Lingling. Braves Lingling. Angeln lernen. Wo zur Hölle kann ich das machen? Lingling, Rucksack. Okay, hiermit beenden wir auch diese Folge Sims 3. In der nächsten Folge werde ich probieren, Lingling irgendwo einen Angelkurs aufzutreiben. Und ja, ich probiere halt noch ein bisschen rum. Bin ja immer noch nicht so geil jetzt. In der Folge haben wir
einiges Geiles gehabt. Zum Beispiel das erste Feuer und ein UFO gesehen, auch wenn es nur fucking kurz war, aber wir haben immerhin einen scheiß UFO gesehen. Punkt. Okay. Hiermit dann erstmal ciao Leute, bis zum nächsten Mal.